Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die in unserem kleinen PvP-Event. Natürlich nach wie vor mit den gleichen Leuten, wie es heute auch anders sein. Das heißt, der Kix ist dabei, der Kevin ist dabei und auch der Max. Hallo miteinander. Servus. Hallo. Servus. So. Tag. Bauen. Fünf. Bauen. Bauen. Genau, es geht auf die erste Horde zu. Ich bin echt gespannt, wer die erste Horde bekommt. Das können wir ja mal, ihr könnt mal eure Tipps in die Kommentare schreiben, genau. Was ihr denn denkt, wer von uns wird die erste Horde bekommen? Also ich wünsche sie mir. Einfach nur, weil ich lootgeil bin. Das ist alles. So. Haben wir jetzt alle Probleme? Alle sind hochkonzentriert, hochkonzentriert, hochkonzentriert. Ja, gerade schon. So, halt da. Haben wir was übersehen? Zack, zack. Na, nimm auf. Hoppala. Das ist echt, ich leide teilweise echt am Paranoia, ohne Scheiß. Ich war schon mindestens dreimal gedacht, da wäre irgendjemand in den letzten zwei Folgen. Naja, das ist, du hörst irgendwo einen Zombie, weißt du, der noch ewig weit weg ist und denkst jedes Mal, da ist einer von euch. Ich gehe dann schon immer gleich in die Hocke. Ich sehe mich schon kommen, ich bin gerade irgendwie am Blutenwelt von hinten erschossen. Potenziell natürlich möglich. Gerade nicht. Naja, gut. Hüpf. Also ich brauche noch ein bisschen Material, auf jeden Fall für die Nacht, dass ich in der Nacht wieder irgendwas arbeiten kann. Und spätestens Tag 7 werden dann noch Spikes gesetzt. Um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich sag's nämlich noch so laut und dann die Horde tatsächlich bei mir sein. Jetzt einfach mal so unseren Tunnel importieren könnt. Was sagst du? Ja, wenn ich jetzt mal so einfach unseren Tunnel implementieren könnte. Der ist 3000 Kilometer lang. 3000 Meter lang. Also Blöcke. So grob überschlagen. Okay. Da kann man sich in der Siebtagshorde so schön die Mitte begeben. Die Horde Horde sein lassen. Na gut, das ist richtig. Also ich habe gestern hatte ich es mit. Was war jetzt dies? Ich habe es heute erst mit Kevin davon gehabt, so heute Nachmittag, als wir ein bisschen gequatscht haben. Ich muss sagen, für meinen Teil, ich würde ja ganz gerne mal irgendwann mal. Muss ich mal gucken, entweder im Stream oder im LP oder so, würde ich ganz gerne mal einfach nur einen richtigen Bunker bauen. Also einen schönen Bunker, nicht so die, die standardmäßig mit drin sind, ne? Sondern so einen richtigen geilen Bunker. So, das schaut doch jetzt schon viel besser aus. Hello Wellness. Meine ist immer noch im Keller.
So, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich. Die packe ich schon mal ein. Ha, 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 ha. Ich muss jetzt essen, 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 damit meine Health wieder hochsteigt. Geht es jetzt gar nicht so ums, um meine insgesamt meine Stamina, oder? So, darum geht es jetzt gar nicht. Das noch. Zack. Gut, dann trinken wir mal was. Und dann geht's wieder an die Arbeit. Dann machen wir die Steine. Effektiv. Pfeile. Ja, ja, ich tag 5 ist schon fast wieder rum. Ja. So ist es. An den Rhythmus muss ich hier gewöhnen. Ich muss unbedingt weitermachen. Weiterarbeiten. Ansonsten habe ich auf Dauer ein Problem. Oder auf Sicht, besser gesagt. Es wird auch Zeit, dass ich endlich mal eine Forge bauen kann. Viel fehlt mir nicht mehr. Ich hab's ja schon. Ja, mir fehlt nichts mehr viel. Ah, shit. Mein Problem ist, dass ich bei mir eine Stelle habe, die kann ich noch nicht ganz, also im Innenbereich noch nicht ganz schließen, wie ich es gerne hätte. Weil mir da einfach noch ein bisschen was fehlt. Also im Ausbau dann. Jetzt schlussendlich. Aber das ändert sich jetzt gleich. Oh. Dann können wir hier erstmal graben, graben, graben. Und dann hacken, 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 hacken. Kix, was magst du denn eigentlich? Noch gar nicht gestorben in der Folge. Doch, Moment. In der Folge noch nicht. War das die letzte Folge? Ja. Als Kevin dich erschossen hatte? Ja, ja. Ah, das ist immer schlimm, wenn man so eine ganze Session dann hat. Im Moment an meiner Basis weiterbauen. Gerade die Forge fertig machen. Ja. Ich brauche noch ein scheiß Tier. Und bei mir sind ein paar Zombies vor der Tür. Oh, Kix möchte Punkte machen. Ja, die sterben gerade alle durch meine Spitzen. Aha, aha. Du bist ein ganz ausgeschlafenes Mammut. Muss man schon sagen. Ich glaube, bei deinen Lügen hat sich gerade ein Balken bei mir gebogen. Hä? In meinem Haus. Was für Lügen? Jetzt hättest du aber gerade richtig Quatsch, du. Na. Natürlich. Okay, doch. Das war ein Kompliment, was ich dir gemacht habe, mein Lieber. Ach. Ich bin nicht von dir, deswegen bin ich da immer misstrauisch. Aha. Mhm. Mhm. Du bist also misstrauisch. Das merke ich mir, mein Freund, das merke ich mir. Ja. Ja. So. Bruder. Dann würde ich jetzt einfach sagen, die Folge wird noch 11, 12, 13 Minuten ungefähr gehen. Schweigen wir uns noch ein bisschen an. Ja? Ja, genau. Wer ist dabei? Jo. Okay, gut. Der Letzte, der was sagt, verliert. Erster. Weiter. 74. Ja, Kix hat verloren. Pff. Weiß ich, die waren voll damit. Oh, scheiße, Mann. Kix ist, glaube ich, sauer, Kevin, weil du ihn erschossen hast. Ja. Ich schmiede Drachepläne. Ja. Ich glaube, aufgeregt hätte ich mich, wenn ich wirklich was dabei gehabt hätte. Dann hatte nämlich sich davor erst leer gemacht, übrigens. Er hatte einen Haufen Waffenteile dabei. Ja, er war vorhin in seiner Base oder was und hat sich leer gemacht. Ja, genau. Bevor er bei mir vorbeikommt. Ja, das ist dann clever. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich auch immer so schnell wie möglich zu leeren irgendwo, vor allem wenn ich halt
Ware dabei habe, sage ich mal, die halt wirklich wertvoll ist. Und momentan, zum Beispiel was jetzt mit dem Fleisch, war ich ganz froh, dass ich das Fleisch oder die Tiere recht nah bei meiner Base gefunden habe und das recht schnell in Sicherheit bringen konnte. Weil das ist für mich momentan jetzt oder erstmal wertvoll gewesen. Und natürlich das Animal halt auch. Definitiv. So, die Nacht ist da. Wir werden sehen, was uns die Nacht bringt. Vor allem bringt sie uns Arbeit, das kann ich schon mal sagen. Also mir zumindest. Nein. Unglaublich. Arbeit. Also wir werden auf jeden Fall zum Ende des LPs, werden wir noch eine Folge definitiv machen, in der dann PvP nicht mehr erlaubt ist. Denn dann werden wir uns alle versammeln und werden einfach Stück für Stück zu den einzelnen Basen mal laufen und uns die anschauen. Wo einfach mal wirklich jeder sieht, was denn der andere so gemacht hat. Was so seine Ideen waren. Da, also sage ich ganz ehrlich, bin ich jetzt wirklich schon gespannt drauf. Vor allem bei Max. Ja. Sage ich ganz ehrlich, Max, bei dir bin ich bin wirklich gespannt drauf, was du gebaut hast dann am Ende. Okay. Zumal ich ja weiß, dass bei dir oftmals Bauwerke rauskommen, die... So, ja. Man kennt ja meine Bauten und meine flinkere Arbeit. Genau, also vorne bist du wahnsinnig schnell. Ich baue oben, also über Tag relativ unscheinbar. Im einfachen Grunde, die Zombies kloppen eh recht viel kaputt. Aber ich gehe unter Tage wieder tief. Ich denke, dann sind wir alle miteinander wahrscheinlich gar nicht so weit weg, bis auf Kicks. Kicks wird sich wieder in den Kasten hinzimmern, oder? Scheint so. Scheint so, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Da war ich immer nur bloß so als erster Schutz und dann weitere kommt immer unten drunter. Da bin ich völlig unflexibel bei solchen Dingen. Das stimmt. Da gebe ich dir allerdings voll und ganz recht. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ich bin auch wirklich ehrlich gesagt gespannt, wie lange das Ganze geht. Ja, ich auch. Also es hängt natürlich unter anderem an der Alpha 15, muss man auch ganz klar sagen. Ist jetzt mal eine andere Geschichte. Ich würde sowas vielleicht schon ganz gerne mal wieder machen, vielleicht auch parallel zur Alpha 15. Wäre aber wirklich interessant, vielleicht mit mehreren Leuten dann. Ja. Und das Ganze vielleicht auch nochmal auf Einstellungen zu spielen, die etwas härter dran sind. Also es sind ja recht normale Einstellungen, es ist einfach wirklich so hier, ich sag mal, ja, just for fun, das Ganze. Und an einem gewissen Punkt aber möchte ich dann vielleicht doch schon nochmal hergehen und sagen, hier, lasst uns mal das Ganze auf einem härteren Level spielen. Ich will jetzt nicht sagen, gleich Insane-Modus oder sonst irgendwas, aber ja, keine Ahnung, also irgendwas wird sich da finden, bestimmt. So. Da ist mein Gras. Hier, ein Bedroll müsste ich immer noch craften. Ich auch. Ich habe ihn craft, ich muss ihn bloß noch placen. Placen. Kann man vielleicht bei der nächsten Aufnahme mal machen. Ja, könnten wir rein theoretisch tun. Kannst du dir nochmal das Feedback anschauen, was die Leute so sagen dazu? Genau, also wie gesagt, das wäre die ersten Folgen sind gelaufen, während wir quasi ein kleines bisschen Urlaub machen. Das gilt natürlich auch für Ark, das ist das gleiche Spiel. Ja. Auch da machen wir ein kleines bisschen Urlaub in der Zeit. Kicks zieht um und wir machen Urlaub. Und dann gehen wir in alter Frische wieder ran. Bis dahin wird es mit Sicherheit auch zu einer anderen kleinen Geschichte die ersten Infos geben. Aber da ich da noch nicht sicher bin, dass es die dann wirklich schon gibt, deswegen werde ich mich dazu jetzt erstmal nicht weiter äußern. Aber, was man definitiv sagen kann, es wird eine coole Nummer werden. Ja. Eine richtig coole Nummer mit richtig coolen Leuten dabei.
da freue ich mich richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird spaßig. So, jetzt aber genug davon. Ja, genug die Gerüchteküche jetzt angeheizt. Oh, was könnt ihr jetzt gemeint haben? Verdammt, macht einen Kochkurs. Packst mir halt, oder? Oder ist es ein Tanzkurs? Oder doch die Nähstube? Ja, Hauswirtschaftskurs. Wer weiß, was es wird. Wer weiß das schon? Ich weiß es. Ich auch. Ich nicht. Eigentlich weißt du es auch, aber ist okay. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Genau, also gesehen hat eigentlich fast keiner was, außer Kevin. Aber gut, ja. Lassen wir das. Ja, ich bin hier am Steineklopfen, ich fühle mich wie in Sibirien. Der Zwerg von Moria kehrt zurück. Lord of the Rings, The Return of the Zwerg. Hallo Gimli. Danke, dass du mich dran erinnerst. An was? Na, ich habe doch einen Mining-Helm gefunden, warum nehme ich den nicht zu meinen? Kevin, gut, dass du das sagst. Ich habe doch einen Mining-Helm gefunden. Warum nehme ich denn den nicht? Nicht euer Ernst. Nein, ich habe ihn halt nicht auf. Doch, ich habe den auf. Ich habe aber nicht, dran gedacht. Nee, ich nicht. Ich habe überall Fackeln hingehängt. Nein. Ich habe in der Kiste Helme, weil außer ist der mir einfach zu abfällig. Scheiße. Eieieiei. Meine Güte, nee, echt. Eieiei. Nee. Ich könnte beiden jetzt einfach mal eine Schelle geben. Ah, oh Gott, nee. Der E und der Honor. Meine Herren. Ja, so kann man das auch machen. Ja. Warum und einfach? Draußen sind wir einfach zu auffällig. Ach, nee. Ab der A15 wird er schon nicht mehr, weil da sind Zombies. Was sagst du? Ab der A15 wäre das Ganze schon gar nicht mehr so unauffällig. Tja. Wie soll es daher denn einen Mining-Zombie geben? Okay. Der rennt mit so einem Helmchen rum. Eventuell droppt er den auch vermehrt. Okay. Das sind also Infos, die schon raus sind? Also unter anderem raus sind? Ja, genau. Okay. Das war jetzt neu für mich. Es wird ein paar neue Zombies geben, vor allem auch weibliche. Mhm. Es wird so eine Art Ölanlage geben. Dort gibt es dann auch einen speziellen Zombie. Das wird wohl jetzt dran, vermehrt daran gearbeitet, dass es bezogene Zombies auf etwas gibt, die dann auch nur dort spawnen. Also ich eben da einen Arbeiter. Ich persönlich muss ja sagen, ich freue mich ja wirklich am meisten so als derjenige oder als einer derjenigen, der viel im Singleplayer einfach ausprobiert, auch im Creative-Modus teilweise, was ist denn so möglich überhaupt, was das Bauen betrifft. Freue mich ja da wirklich extrem auf die neuen Features, wie die Zugbrücke zum Beispiel. Also ja. Da freue ich mich tierisch drauf, wenn die denn dann jetzt mit dabei ist und dann hoffentlich auch wunderbar funktioniert. Das finde ich richtig nice, dass das kommen wird. Und da haben wir auch schon die ein oder andere Idee. Auch das kann man schon mal vorab sagen. Wir haben es ja bisher auch schon angedeutet, dass wir da was Großes vorhaben. Großes Bauprojekt und so weiter und so fort. Und auch das, wie gesagt, wird kommen. Früher oder später. Vorausgesetzt auch, dass der Kicks dann mal da richtig mit anpackt. Das sagt schon gar nichts drauf. Ich hab gesagt. Was da so? Ist also bei dir was gesagt? Aha. Ja. Was soll ich jetzt mehr dazu sagen? Soll ich sagen, nein? Ein Mann, ein Wort, ein Keks, ein Pfff. Genau. Hast du denn eigentlich ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch? Ja. Okay, lass mal das. Also, die Hater-Kommentare der Damen, also bitte lass. Nein. Also meine Mama hat immer gesagt, die Wahrheit darf man sagen. Und man soll nicht lügen. Genau. Aber Schwindeln ist erlaubt. Genau. Nicht lügeln. Lügeln. Was habe ich denn letztes rausgehauen? Irgendwie statt duldet dudeln, haben wir uns beölt. Da hast du dir eingedudelt, du.
Genau, meine Mom dudelt das nicht. Ach, die dudelt das nicht? Ja, ich wollte sagen, sie dudelt das nicht. Also duldet. Ja. Und was kam im Chat raus? Sie dudelt das nicht. Das finde ich ja hochinteressant dann zum Beispiel, wenn du eine WhatsApp-Nachricht oder so schreibst. Dann. Ja. Und dann kommt zum Beispiel, ich hatte neulich dem guten Nate eine WhatsApp geschrieben und zwar ging es darum, eben von wegen zu sagen, hier, ich bin um so und so viel Uhr im TS, lass uns über den Server quatschen. Das Ende vom Lied raus, das dann, war dann, dass dann Folgendes dabei rauskam, in etwa so gegen, ich glaube 19 Uhr war es oder sowas, so gegen 19 Uhr dann im Tschüss. Ja. Das war halt ein bisschen blöde. Aber wir haben 4 Uhr. Und an der Stelle sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Macht's gut. Ciao. Servus.